Unter der Ära von Dr. Bernhard Häusler gewann der FC Basel den Meistertitel 7-mal in Folge. Der Club konnte erstmals einen Umsatz über 100 Millionen Schweizer Franken verzeichnen. Was das in puncto Team und Führung bedeutete, erläuterte er beim Forum Lies. Zurzeit wird in England und Spanien am meisten verdient. Macht man sich allerdings bewusst, dass spanische Clubs erst seit 2016 staatliche Zuschüsse zurückzahlen müssen und kaum Steuern im eigenen Land abführen, gleichzeitig die Arbeitslosigkeit der 15- bis 24-Jährigen dort aber im September bei 42,6% lag, wird einem ganz schwummrig. Real Madrid erreicht einen Jahresumsatz von rund 600 Millionen Euro, hatte aber bereits 2009 so viele Verbindlichkeiten und Schulden wie 18 Bundesliga-Vereine zusammen und gibt immer noch mehr Geld aus. Viele Dimensionen sind gar nicht mehr darstellbar und nicht mal die Lizenzrechte für die Verpflichtung ausländischer Spieler ist einheitlich geregelt in Europa. Doch eines machte der Referent sehr deutlich: Team und Zusammenspiel geht nur mit ganz viel Menschlichkeit und der Betrachtung des Ganzen. Jedes Spiel gleicht im Grunde einer Generalversammlung vor dem Volk. Erfolg ist planbar, Siegen nicht. Die Mannschaftsmitglieder stehen beim Einlaufen ins Stadion, jeder einzeln, manchmal wie bloßgestellt, im Ausstellungskasten und gleichzeitig unter enormem Adrenalindruck. So wollte ich im Gespräch wissen, ob der Unterschied zum Druck in der Wirtschaft wirklich so weit hergeholt ist und wo die Reise beim Umsatzkuchen wohl noch hinführt. Dr. Bernhard Häusler zu Gast in Lies. Sie kommen von der Rechtswissenschaft, haben 88 mit Summa Cum Laude brilliert in Basel, sind eigentlich im Schweizer Verfassungsrecht zu Hause gewesen, waren lange in Kalifornien und seit 2012 Präsident vom FC Basel. War die Juristerei schon immer Ihr Berufswunsch oder gab es noch eine ganz andere Idee? Ja, ganz am Anfang sind es andere Ideen gewesen. Natürlich etwas im Sport, ganz am Anfang. Der Wunsch, der Traum, vielleicht sogar Fußballer zu werden, wo aber sich nie irgendwie konkretisiert hat. Dann später der Wunsch, vielleicht eher so Lokführer, die typischen Wünsche, die ein Bub hat. Und dann aber ist relativ bald klar gewesen, dass ich gerne möchte Jus studieren, Jura. Ja. Und der Link zum Fußball? Das war immer vorhanden gewesen, seit klein, über meine Familie, meine Großeltern bereits. Habe ich immer eine große Liebe zum Sport, an sich zum Fußballsport gehabt und ganz speziell zum Fußballclub Basel. Gibt es einen großen Unterschied zwischen der Teamführung im Fußball und der Teamführung in der Wirtschaft? Ich glaube nicht so entscheidend. Ich glaube, ein Hochleistungsteam, ob in der Wirtschaft oder auf dem Fußballfeld, funktioniert nach den gleichen Mechanismen. Für die Führungsperson sind es die gleichen Herausforderungen. In der heutigen Zeit ist auch identisch, dass die Teams sehr heterogen sind, multikulturell, aus verschiedenen Nationen zusammengestellt. Menschen, die füreinander da sein müssen, um Hochleistungen zu erbringen. Also von dem her sehe ich sehr viele Parallelen. Sie haben 5 Facts im Vortrag zusammengefasst. Können wir die noch mal ganz kurz anturnen? 5 Facts. Also ich habe verschiedene Learnings angesprochen. Learnings, die mehr oder weniger Erkenntnisse sind aus den letzten Jahren im Fußball, aber auch irgendwie außerhalb vom Fußball, im Zusammenleben mit Menschen, im Führen von Menschen. Und dort gehört sicher dazu, dass es wichtig ist, dass man im Rahmen von dieser Führung vom Team, aber auch vom Unternehmen, ein Fundament hat vom Vertrauen. Dass man einfach schauen, dass die Leute sich gegenseitig vertrauen und dass die Leute, die Hochleistungen erbringen, auch das Vertrauen spüren. Ich glaube, von dem lässt sich sehr viel ableiten. Andere Learnings, wie dass man eben den Erfolg nicht planen können, dass man die Leistungen vom Team zwar können durch Training optimieren, aber nie den Erfolg planen. Und der Fußball zeigt uns das natürlich immer wieder durch einen Pfostenschuss oder durch ein Goal. Dass man den Menschen mit Respekt begegnen, natürliche Autorität haben, dass man sie nicht führen in einem Zickzackkurs, nicht emotional übertrieben, sondern eben letztlich mit einer gewissen Konstanz und Glaubwürdigkeit. Sie haben ein Beispiel gebracht. Die Spieler leben im Glashaus und gleichzeitig in einem Kraftfeld, wenn so ein Stadion so eine Atmosphäre hergibt. Und es spielt unheimlich viel Geld eine Rolle. Ein Satz zum Umsatzkuchen. Ich weiß, die Zeit reicht nicht, aber gehen wir schon auf den Weg in der Gesellschaft, wo es nur noch um Superhelden mit unglaublich viel Geld und auf der anderen Seite den totalen Versager geht?
Es ist tatsächlich so, dass es heute, wenn wir vom Profi-Fußballsport reden, dass Geld eine enorm große Rolle spielt. Und natürlich kann man das auch bedauern. Es ist einfach eine Tatsache, mit der wir umgehen müssen. Es gibt keine berühmten, guten Fußballmannschaften mehr in Europa, die nicht teuer sind im Vergleich zum Durchschnittskosten oder Lohn, den wir erzielen können außerhalb vom Fußball. Das ist Grund oder die Ursache für das ist sicher, dass der Fußball zu einem Entertainment-Business geworden ist, dass sich Menschen sehr gerne unterhalten lassen in der Freizeit und der Fußball hier eine optimale Plattform bietet, offenbar. Das erklärt auch, warum so viel Geld fließt von den TV-Stationen, von Firmen, die präsent sind im Zusammenhang mit dem Fußball. Mhm. Autorität und Feinfühligkeit, wo liegt da dazwischen? Für mich sind das keine Widersprüche. Mhm. Ich glaube, man kann dann vor allem auch autoritär sein oder auch glaubwürdig in seinen Entscheidungen, in Krisensituationen, wenn man in anderen Situationen Feinfühligkeit bewiesen hat oder soziale Kompetenz, wenn man bewiesen hat, dass man jemand ist, der nicht über Leichen geht, sondern wo man mit den Menschen auch geredet hat, Dialog geführt hat vorher, dann kann man vielleicht auch mal etwas autoritativ durchsetzen und das wird dann auch akzeptiert. Stichwort Motivation, wenn so ein Spieler am Boden zerstört ist. Sie haben gesagt, Sie gehen nach verlorenen Spielen eigentlich viel lieber oder aufmerksamer in die Kabine als nach dem Sieg? Ja, weil das dann eher Personen braucht in der Führung nach einer Niederlage, als wenn die Spieler schon von außen von 30'000 Zuschauern das Gefühl haben, dass sie Helden sind und das Gefühl bekommen, braucht es nicht auch noch den Schulterklopfen von uns. Natürlich ist es schöner, in die Garderobe zu gehen, wenn man gewonnen hat, aber vielleicht ist es eher Pflicht, dann mit den Spielern oder den Mitarbeitenden zu reden und ihnen zu zeigen, dass man hinter ihnen steht, wenn eben der Erfolg mal nicht da ist. Albert Einstein hat mal einen Satz gesagt, mich würde interessieren, ob Sie das teilen. Wir leben in einer Zeit vollkommener Mittel und verworrener Ziele. Ja, spannend. Ja, verworrene Ziele. Man kann auch sagen, der FCB lebt in einer Zeit, wo es nicht einfach ist für ihn, klare Ziele zu formulieren, glaubwürdige Ziele nach außen, die Emotionen wecken. Wir sind in einer Situation nach einer gewissen Anzahl Meistertitel in der Schweiz, wo man das fast als Selbstläufer anschaut oder als Pflichterfüllung. Und das ist natürlich sehr gefährlich, weil das nimmt dann sehr viel Freude. Mhm. Und unser Ziel ist natürlich immer noch, die Meisterschaft zu gewinnen, weil wir immer wieder mit einer neuen Mannschaft antreten, weil wir die besten Spieler immer wieder verlieren. So empfinden wir es nicht als eine Wiederholung, sondern immer wieder als eine neue Herausforderung. Stichwort Jugendförderung. Der letzte Satz im Vortrag zu Chelsea hat mich ein bisschen geschockt, ehrlich gesagt. Ja, das ist verrückt, dass natürlich die Mannschaften, die auf dem höchsten Niveau im Wettbewerb stehen, immer weniger Spieler können einbauen aus der eigenen Nachwuchsabteilung. Auch wenn sie, wie Chelsea, Millionen und Millionen investieren in die Nachwuchsabteilung, werden dann trotzdem wiederum für die erste Mannschaft fertige Spieler eingekauft oder engagiert aus dem Ausland oder von anderen Grossclubs. Und die Entwicklung ist nicht nur bei Chelsea so, die ist generell feststellbar. Wir stellen sie auch beim FC Basel fest. Das ist nicht einfach, aus der eigenen Nachwuchsabteilung in die erste Mannschaft zu kommen. Was bedeutet das? Im Seeland gibt es an jeder Ecke Jugendabteilungen. Meine Kinder spielen, ihre Söhne spielen wahrscheinlich auch. Oder ihr Sohn. Wie geht man damit um? Wie kann man damit? Ja, ich glaube, am Schluss muss man einfach sehen, dass es Tatsache ist, dass am Schluss die Besten halt in die erste Mannschaft kommen. Dass ein Spieler, der im Seeland gross wird, oder eben ein Solothurner wie Renato Steffens bei uns auch geschafft hat. Ich betrachte es eher halt einfach auch als Aufgabe der Clubs, die Spieler so zu fördern, dass nicht nur die den Weg schaffen, die schon mit 13, 14 bereit sind, nur auf die Karte Fußball zu setzen, sondern eben auch die, die sagen, ich will eine Ausbildung machen. Und gerade in diesem Hochleistungsumfeld, wo wir sind, ist das eine Verpflichtung für uns, dass wir das wahrnehmen. Kurz angerissen noch Thema Sicherheit. Wann lassen Sie Ihre Kinder alleine ins Fußballstadion? Meine Kinder gehen, mein Sohn geht seit er 5, 6 ist, auch ohne mich ins Stadion. Natürlich dann mit der Großmutter amix. Aber jetzt schon lange natürlich allein, seit er 12, 13 ist, kommt amix auch zu mir an gewissen Spielen. Die Sicherheit in einem Stadion wie St. Jakob Park ist eigentlich absolut gewährleistet. Natürlich gibt es Bereiche in der Muttenser Kurve, wo man einfach vorsichtig sein muss und wissen, wie man sich verhält. Und muss man sich sicher auch überlegen, ist es richtig, wenn er schon auf Auswärtsreisen geht, in einem sehr jungen Alter. Ich bin mit 11,
Ich darf das erste Mal allein an ein Auswärtsspiel. Und es muss natürlich unser Ziel sein in der Verantwortung, dass Eltern sich nicht Sorgen machen müssen, mit ihren Kindern ans Spiel gehen. Und das ist natürlich wirklich das Worst-Case-Szenario für den Schweizer Fußball, wenn Familien sagen, ich gehe nicht mehr, weil ich mich nicht sicher fühle. Okay, in diesem Sinne, in 2 Jahren ist Jubiläum in Basel. Gibt es schon irgendwelche Sachen, die man verraten darf? Gibt es was Besonderes? Sie sind die Erste, die mich auf das anspricht. Tatsächlich wird in 2 Jahren der Club 125. Und ganz sicher werden wir dort etwas auf die Beine stellen und sind auch schon in den Kinderschuhen der Planung, aber noch nichts, wo spruchreif darf noch nicht raus. Okay, wir wünschen auf jeden Fall alles Gute. Merci vielmals. Danke auch. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Dankeschön vielmals. Merci. Merci. Tipptopp, super.